Yo, und willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Und wir haben unseren König Brikisho, der nun allmählich versucht, am Tischbein der Byzantiner zu sägen und hat hier in Auftrag gegeben, die Herrscher jeweils zu ermorden. Hier haben wir einen ganz, ganz Jungen und auch er muss leiden. Und wir haben hier einen Intrigenspinner an unserer Seite, unseren Brikisho. Der hat hier Ideen, wie er vielleicht das ehemalige große Armenien wieder auferleben lassen kann und wird da jetzt Step für Step nach und nach weitermachen mit seinen Ideen. Und ich möchte euch noch gar nicht zu sehr in die Planung mit reinnehmen. Ihr solltet auch ein bisschen überrascht werden, noch was den Spielinhalt betrifft. Ne? Also hier ein bisschen, ein bisschen besinnlich sein. Und dementsprechend werden wir jetzt erstmal hier so weitermachen. Das größte Problem wird sein, dass es interne Probleme geben wird aufgrund von Religionszugehörigkeiten. Ja, das sehen wir auch hier. Das wird in 7 Monaten ein Ultimatum geben. Und ansonsten, müssen wir dafür sorgen, dass das Kaiserreich destabilisiert wird. Und da kommt nämlich schon die erste Nachricht dazu. Geflügelter Bote. Da mein Komplott sich der Umsetzung nähert, ist eine rasche Verständigung entscheidend. Ich habe eine besonders schlaue Taube, die Prinz Bardas nutzen könnte, um nötigenfalls eilige Botschaften an mich in Arni zu schicken. Doch wie soll ich den Vogel in der Residenz von Konstantinopel bringen? Könnten einen örtlichen Vogelzüchter fragen? Ja, warum nicht? Er hat Brieftaube und sind wir involviert? Das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Nein, sind wir nicht. Schön. Dass wir jetzt hier ein paar Mal vielleicht den Kaiser töten und die Nachfolgschaft untergraben, dann wird es irgendwann zur Destabilisierung kommen. Er zum Beispiel ist ziemlich gut, ist ein guter Kämpfer vor allem, was aufgrund seines Schuppenpanzers hier stattfindet. Aber vielleicht kommt dann irgendjemand mal ein Kind oder eben erst unfähige Leute, wo er dann die Gunst der Stunde nutzen kann. Eine Fraktion wurde mal wieder geschaffen, noch ein weiterer Bauernpöbel. Nun gut, damit müssen wir eben klarkommen und leben. Wir können jetzt hier nicht so viel machen, aber hier ist die Kultur fast gefördert. Wir haben einen neuesten kleinen Unruhestifter. Mein Halbbruder Graf Grigori kommt zu mir mit Wut in den Augen und einer Katze in der Hand. Mensch, ey, nee, ich habe mich verklickt. Scheiße. Das wollte ich nicht klicken, das Geld wollte ich nicht hergeben. Aber wir haben jetzt hier endlich unsere Frau an unserer Seite, die auch schon sehr viel Zeit bei uns mit uns verbracht hat. Und schlussendlich ist sie eine annehmbare Unterhändlerin geworden. Die Dinge laufen am Ende für Garda meistens gut, doch es bleibt strittig, ob dies an ihrer diplomatischen Können oder an ihrem Glück liegt. Vielleicht auch ein bisschen an ihrem Aussehen. Wer weiß, auch sie eine religiöse Eiferin, demütig auch ein bisschen schüchtern, aber ja, passt doch ganz gut zu unserem Herrscher hier, wie ich finde. Und gemeinsam wollen sie natürlich eine große, mächtige Dynastie noch tiefergehender verankern, als es eh schon der Fall war. Hochzeitsfeierlichkeiten. Das Reich erwartet, dass ich zu Ehren meiner Hochzeit mit Prinzessin Garda eine angemessen extravagante Hochzeitsfeier ausrichte. Ich bin durchaus berechtigt, hierfür eine Zusatzsteuer zu erheben, doch das könnte während einer so freudigen Zeit irgendwie geschmacklos wirken. Das Geld nehmen wir mit. Ich habe da irgendwie keinen Grund, das nicht zu nehmen. Natürlich werde ich sie erheben. Er bezahlt schon seine eigene Hochzeit. Nee, er ist demütig. Ich lasse meine Untertanen die Feierlichkeiten unbeschwert und sorglos genießen. Passt auch sehr zu demütig, finde ich. Ne? Aber er ist auch fleißig und er will die Tempel bauen. Deswegen werde ich würfeln. Come on. Und ich würfel eine Kippe. Würfel eine 3 von 6, also die obere Entscheidung. Natürlich werde ich sie erheben. Wir nehmen das Gold mit. Gerade die 95 Gold, die wir einfach hier weggeworfen haben, weil ich mich geklickt habe. Naja. Ihr wollt die Freiheit? Im Tode sollt ihr sie finden. Ja, ein Anführer hier wird uns jetzt den Krieg erklären. Sammelt die Truppen. Wir haben hier gleich 4 größere Armeeverbände, sogar noch einige mehr. Wir werden jetzt hier diese Truppen ausheben und die auch ein wenig in mehrere Verbände teilen. Denn so groß brauchen wir das hier nicht. So, jemand tritt den Krieg bei? Wer denn hier? Warum trittst du denn diesem Krieg bei? Bist du völlig mich schucke? Was soll das denn? Ja, viel Spaß auf der Reise nach Armenien. Naja, können wir. So, dann wird man die. Da sind relativ große, dass eine Armee Leyland verbündet. Volksaufstand mit dem Herzen als Waffen ist auch schön. Werden hier eine Armee zweiter, und zwar diese hier. So, diese wird marschieren hierhin.
Diese Bauernarmee über 1600 Mann wird hierhin marschieren. Und die größte Armee hier, angeführt durch unseren Bragat den Zweiten, marschiert erst einmal hierhin die neue Region und auch dort den Feind zu besiegen. So, die Kultur ist, glaube ich, umgesetzt worden, ne? Mal gleich mal. Eine finstere Nacht kann die Schatten in den Gängen meiner Festung wahrlich zum Leben erwecken. Das gefühlte Risiko ungebetener Besucher steigt mit jedem unbewachten Winkel, den ich entdecke. Wenn ich allein schon derart viele Schwachstellen erkenne, dann stelle man sich nur vor, was mehrere Personen mit einer ähnlichen Sicht auf die Dinge erreichen könnte. Werde eine Gruppe diskreter Agenten anheuern. Oder ihr bekommt verbesserte Verteidigung. Ah, das Gold nehmen wir mit, komm. Wir werden jetzt hier alles dafür geben, unsere Ambition umzusetzen. Guck mal, da hebt unser Verbündeter aus. Jeder Winkel, ey, die verlieren, okay. Also, folgendes solltet ihr tun. Ich habe einen Experten der verdeckten Künste angeheuert, der meine Festung gründlich inspizierte und dabei Dienerschaft und Höflinge gleichermaßen erschreckte, wenn er aus den finstersten Ecken trat. Melek. Ist ein apostolischer. Ist auch fleißig, gerecht schüchtern, finde ich gut. Wir sehen uns seine Aufzeichnungen an und langsam nimmt ein detaillierter Plan Gestalt an, wie wir die Festung sicherer machen können. Ja. Könnte man gut gebrauchen. Er wird unseren Hof beiwohnen, warum nicht? Wird doch direkt ein Ritter für uns. Nicht schlecht. So, diese Armee will sich hier vereinigen, offenbar. Wenn die Zeit reif ist, brauchen meine Agenten einen sicheren Fluchtweg aus der Residenz von Basilius Isakios. Für den Fall, dass etwas schiefgehen sollte. Eine genauere Karte der näheren Umgebung mit allen versteckten Pferden und Höhlen könnte eine wertvolle Ressource sein. Und da habe ich direkt die richtige, eine gute Freundin, die uns hier, ja, doch zu Erfolg führen könnte. Das machen wir. Wir fragen sie, ob sie diese Karte für uns anfertigen könnte. Und gewinnen hier Ränkespielvorzug hinzu. Wahrheit ist relativ. Da werden wir lang gehen. Wir wollen jetzt hier unsere Komplottstärke so höchst gut aufbauen, wie es nur eben geht. Die schippern einfach weg, wollen sich wahrscheinlich vereinigen. Ja, finde ich frech. Du willst nicht schippern. Nee, gut. Sollst du auch nicht. Ist einfach zu teuer. Würfel kosten viel Geld. Ja, mal das Tongefäß wurde vernichtet. Schade drum. Aber hier könnte eine Schlacht stattfinden. Hier haben sich Armeen vereinigt. Die läuft damit rein. Auch diese sucht den Kampf. Ja. Erst beim Nachteil, weil wir weniger Truppen haben, aber im Großen und Ganzen sollte das möglich sein. Und Rasul ist endlich tot, ey. Mein Gott, 79 Jahre ist er alt geworden. Ja. Die Launen und Wendungen des Schicksals sind nicht immer zu meinem Gunsten. Gott weiß, dass ein Fluch auf mir lastete, seit ich Rasul kennenlernte. Heute endet dieser Fluch jedoch. Das Schicksal war mir hold und hat dieses widerwärtige Monstrum ins Grab geschickt. Ja, wir haben mehrmals gegen den Krieg geführt, in bereits sehr jungen Jahren. Und dafür Sorge getragen, dass er nie wieder wirklich eine Chance hat, an wichtigen Entscheidungen teilhaben zu können. So, auch diese Schlacht wird hier gewonnen und zwar sehr, sehr deutlich. Ich laufe hier weiter in den Hügeln hinunter und wir bekommen auch ganz viele Verbündete. Ich weiß gar nicht, warum uns die alle helfen. Bin ich ganz so verstanden. Also, Ober. Aber ist okay. Okay, finde ich nett. Ein offenbartes Geheimnis. Eine geheime Wahrheit ist ins Tageslicht gekommen. Meine Vasallengräfin Leli soll mit jemandem aufs Heftigste kopuliert haben. Mein Freund Herzog Koba war angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wir werden uns da raushalten. Wir könnten sie einladen, anschuldigen. Wir sind religiöse Eiferer. Ja, aber. Ist geschehen. Könnten Meinung gewinnen von beiden. Es geht halt auch um Koba. Der hat uns großgezogen. Sie einkerkern halte ich für Quatsch. Wir werden das so hinnehmen. Das Geheimnis wurde offenbart. Ja, das haben wir gerade schon gehört. Auf der anderen Seite auch. Nee, nichts mit abhauen, Kollege. Das Thema ist durch. Ja. Heftige Schlacht hier. Und ein Meuchler. Die Zeit ist gekommen, meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in sein Gemach führen. Alles ist vorbereitet.
Guck mal hier. Und wir entscheiden. Tut es. Der Meuchler agierte meisterhaft um Basileus. Isaakios vom byzantinischen Kaiserreich ist endlich tot. Ich habe meine Spuren gut verwischt und wenn jemand vermutet, dass ich hinter dem Angriff stecke, dann wagt er es zumindest nicht, es laut auszusprechen. Wir haben ihn getötet. Schön. Wer ist der neue Herrscher? Ah, guck mal. Hier jemand, nicht mehr Purpur geboren, auch durchaus mächtig, wie ich finde, aber nicht so stark wie sein Vorgänger. Hier auch wieder eine Person. Doch alle, die er macht mal alle Titel mit, ne? Es ist schon atemberaubend, wie stark das Reich echt ist, ne? Also Byzanz ist echt das stärkste Kaiserreich in diesem Spiel, wie ich finde. Deutschland wächst und gedeiht. Okay, interessant. Ah, hier Lüneburg. Ganz viel zurückerobert. War hier Angria komplett. Wahnsinn. Not bad, was die da machen, ne? Lothringen. Boah, generell, also. It's a mess, wirklich. Auch Danelag hier mit drin. Die Inselchristen. Schweden enorm groß und stark. Oha. Alofsson. Mhm. Bad, not bad. Aber ja, wir bleiben bei unserer Geschichte und gucken erstmal hier, wie es hier weitergeht. Jetzt ihn. Wollen wir den nächsten auch ermorden? Ich meine, er hat. Religiöse Eiferer. Komm, weg mit dem nächsten. So, nicht anders. So, diese Schlacht ist auch so durch. Jawohl. Er kann die üblichen Verdächtigen ein. Einheimische befriedigt für 25 Jahre. Schön. Apropos Einheimische, wir können hier weiter Kultur fördern. Hier armenisch weiter verbreitet und wir werden hier das auch weiter tun. In Hakkari diesmal. Und auch die Religion noch 15 Monate, dann ist hier endlich mal ein kleiner Fortschritt zu verzeichnen. Nun gut. So, wir versuchen immer noch die Beziehung zu verbessern mit hier unserem Prinz Grigor, werden das jetzt aber abbrechen und jetzt endlich mal darauf erpicht sein, die Gunst der Stunde zu nutzen und auch mal auf Liebesdinge zu gehen. Die Zeit ist gekommen, offen meinen Gefühlen Prinzessin Gardar gegenüberzustehen. Ich möchte, dass sie sich den Rest ihres Lebens an diesen Tag erinnern mag. So, ich singe eine Liebesballade, schreibe ein Gedicht. Ist auch eine Diplomatin. So ein Gedicht ist doch eigentlich ganz schön. Übrigens, da sind wir nicht der Charakter für. Sagen Liebesballade oder ein Gedicht. Zwischen den beiden würde ich würfeln. 6 von 6. Also ich schreibe ein Liebesgedicht. Die Kerze ist fast abgebrannt, als ich mein Gedicht vollende. Bevor ich es abspicke, lese ich es mir noch einmal durch. Eure vollen Lippen sind wie die lebensspendende Sonne meiner Welt. Ich wünsche mir nur, an eurer Seite zu sein, damit ich endlich erfahre, wie sehr eure Seele erstrahlt. Wir beide gehören zusammen. Das Warten ist unerträglich. Beim Gedanken an eine Zurückweisung wird mir flau im Magen. Als ihre Antwort endlich kommt, breche ich das Siegel mit zitternder Hand. Obschon ich euch nicht ermutigen kann, mein Lehnsherr, danke ich euch doch für eure gütigen Worte. Hochachtungsvoll, Gardar. Geht weiter, aber ist noch nicht irgendwie interessant, das mal so zu sagen. Wir haben wenig Ritter. Wir hatten hier, ein Anführer vom Volksaufstand, ja. Mal für Geld, warum nicht? Hier noch der Gefangene aus Ghana. Also, schnell ehrlich. Wenig Ritter. Wir könnten hier mal einen einladen, einen Hügelkämpfer, einen Hügelspezialisten. Die Armenier sind zu Hause in den Hügeln und Tälern, wo sie ihr Vieh hüten und mit Leichtigkeit wilde Tiere abwehren. Es herrscht kein Mangel an fähigen Hirten, die ebenso gut eine Armee antreiben könnten. Nun gut, dann werden wir das mal mitnehmen. Es kostet ein bisschen Prestige. Wir haben jetzt hier mal jemanden angeworben, ist ein guter Kämpfer, damit auch religiöse Eiferer und fleißig, keusch dazu. Also besser ist doch eigentlich kaum, wie ich finde. Übrigens selbst jetzt seinen Herzogtum gegründet, was ich auch ganz schick finde. Herzog Koba. Mhm, schick, schick. So, ich hoffe, dass die auch so ein bisschen missionieren. Kann ich nicht so viel Einfluss drauf nehmen. 11 Jahre aus bis zum nächsten Mal. Nun gut. Ein verfügbares Dynastievermächtnis. Bisher ging es immer auf Ruhm, haben dadurch Boni wie Heiratsannahme, monatliches Prestige und, ja, Komplottstärken. Geht es etwas mit Kampfgeschick, ja, Kostenfestmal, Schreckenszuwachs, blaues Blut, lebendiger Ho. Fruchtbare Lenden, nee. Durchsetzungsstarke Herrscher. Vasallenschwelle, kurze Herrschaftsdauer, Hofprachtboni. Vasallen schließen sich weniger wahrscheinlich Anspruchstellerfraktionen und Freiheitsfraktionen an.
Nun. Nehmen wir das mal mit, wa? Und die sind ja eh schon den Weg lang gelaufen. Das passt ja ganz gut irgendwie auch zu der Geschichte, wie ich finde. Banu. Okay. Sehr viel Gold. Könnten jetzt hier überlegen, ob wir gleich zweimal einen Raumskrieg finden. Aber der hat 600 Mann. Okay. Kurdistan ist mit dabei. Die würden wir theoretisch parallel angreifen. Und hier drüben jemand. Und quasi die beiden möchte ich gerne gleichzeitig rausreißen. Aus den Fängen der, ja, Muslime. Im Moment werden wir noch abwarten. Boah, Gesundheit ist nur in Ordnung. Das finde ich echt schwach. Also nicht besonders toll. Wenig nette Nettigkeiten. Ich folge der Einladung zu einem Ball in Ani, um ein wenig Zeit mit Prinzessin Ghadar zu verbringen. Allein der Gedanke daran, ihre Hand zu halten, lässt mein Herz schneller schlagen. Doch als ich ankomme, sehe ich, wie sie gerade Bürgermeister Umaya von Badania mit ihr unterhält. Diese widerwärtige Person schwadroniert unbeeindruckt vor sich hin und bemerkt gar nicht, wie unwohl sich Ghadar fühlt. Mit einer Rivalität mit dem Bürgermeister kommen, aber das würde uns nicht ganz so jucken. Die chronischen Kopfschmerzen lösen sie ab. Lieber leide ich als sie. Nee, genug. Ihr langweilt sie doch nur. Das werden wir sagen. Passt ganz gut, wie ich finde. So. Prinz Gregor ist endlich soweit, ja, die Treue zu schwören, dann in Nein mit ihm. Ich warte geduldig auf meinen Thron, auf die Ankunft von ihm. Er kniet ehrerbietig nieder, während Gesinde seine Geschenke in Form von Geld und Kostbarkeiten herbeischaffen. Der Eid wird geleistet und Schreiber halten seine Schwüre fest, dem Reiche dienen zu wollen. Auf meinem Geheiß hin erhebt sich der Prinz schließlich. Ich bringe meine Zufriedenheit zum Ausdruck und bekräftige das Anrecht von Krieger auf die Ländereien, über die er in meiner Stadt herrschen wird. Ich nehme eure großzügigen Geschenke an, Prinz Gregor. Sehr gut. Hofprachtstufe ist dadurch auch gestiegen. Wir bekommen einen gut organisierten Hof. Schauen mal, wie das Komplott hier vorangeht. Mhm, könnten jemanden einladen, und zwar den Patriarch selbst. Das ist ja schon ganz witzig. Mhm. Der würde hier unterstützen. 73 Gold. Komm, nimm mal mit. Der ökonomische Papst, könnte man sagen, ne? Ökumenisch, also. Ökonomische. So, Mischkultur erschaffen. Konya, okay. Uns nicht die Bohne, ehrlich gesagt. So, könnten ein Fest mal machen. Nee, geht aber alles nicht so viel. Jetzt diesen Krieg da unten im Süden führen. Wie bitte? Fürstin Ghadar, bitte sagt mir, wie ich euch meine Hingabe euch beweisen kann. Ghadar grübelt kurz über die Bitte nach, bevor sie ihre Miene auffällt. Ihr solltet in der Lage sein, viele Tage von nichts anderem zu leben als von eurer Liebe zu mir. Oh Gott, nicht eine Krumme wird diese Lippen passieren. Nicht eine Krume wird diese Lippen passieren, okay. Mhm. Eine Hingabe wird mich dies überstehen lassen. Ja, wir versprechen ihr das, deswegen das Zweite. Die Folge noch und dann beende ich die Session erstmal. Und dann geht's nächste Woche quasi weiter. So, das heißt noch 10 Minuten. Könnten Bündnis aushandeln, nach wie vor eben mit den besagten Personen. Frömmigkeit, bekomme auch ganz gut Frömmigkeit dazu, plus 4,35, das ist stark. Aber reicht auch noch nicht aus, wenn wir ehrlich sind. Wann geht denn die nächste Pilgerreise theoretisch? Die wird man hier uns mal reinhaken. 15 Jahre, die nächste geht 61 in 10 Jahren. Ein kleines Experiment. Ein langer Abend voller Staatsgeschäfte mit Herzog Koba endet schließlich damit, dass wir beide volltrunken sind und lallend pikante Erzählungen austauschen. Gerade bin ich fertig mit meiner Geschichte über eine höchst überraschende Beziehung, bei der auch ein Pferd mitspielt, als ich ein unschickliches Funkeln in seinen Augen sehe. Ungebeten kommen mir Gedanken an Erpressung. Vielleicht findet Herzog Koba diese Sache ja tatsächlich ansprechender, als er selbst ahnt. Okay. Nee, wir werden nicht pervers werden. Ich glaube nicht. Auch nicht mit unserem Koba, unserem Vormund. Ich glaube, das halte ich für ein bisschen sehr skurril. Er ist zu demütig und religiös dafür, um sich jetzt an Tieren zu machen. Wollte er schon Kannibale werden und so ein Kram. Das ist ja dann auch irgendwann genug. So. Wenig nette Nettigkeiten. Da kommt es nochmal, dass hier jemand unsere Frau da so ja, langweilt, möchte man fast sagen. Dementsprechend werden auch wir hier dafür sorgen. Ah, Bullisten, Mensch, geh doch weg. Und sie ist schwanger.
Das Schicksal meint es gut mit mir. Meine Gemahlin, Prinzessin Garda, trägt mein Kind unter dem Herzen. Ich kann es kaum erwarten, das Kind in meinen Armen zu halten. So. Guck mal, die haben so starke Bündnisse zur Zeit, ne? 6.300 Mann. Nur 70 Gold und hier 100 Gold. Kurdistan. Möchte er das dennoch wagen? Ich glaube, das werden wir in der nächsten Session sehen. Ich werde jetzt noch hier ein paar Minuten weiterlaufen lassen. Oder in der nächsten Session wird hier, glaube ich, eine ganze Menge passieren, solange er noch lange leben wird. Wer weiß. Das kann auch jederzeit vorbei sein, wie wir gelernt haben. Aus verschiedensten Gründen. Zum Beispiel, weil man lieber einem hübschen Kerl hinterherguckt, anstatt einem Wildschwein auszuweichen. Eindringling. Oh nein. Ober ist verstorben. Das gibt uns Anspannung auch. Das ist nicht schön. Wer ist denn da nur der neue Herrscher? Sein Sohn. Ja. Er ist zynisch, demütig, unersättlich. Doof. Jedes Mal, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich das Gesicht von Prinzessin Garda. Ich finde einfach keinen Schlaf. Ich kann nicht länger warten. Gehüllt in den Schatten der Nacht begebe ich mich in den Garten außerhalb ihrer Gemächer. Beim Anblick des Fensters der Gemächer von Garda schlägt mein Herz wild in meiner Brust. So nah und doch so fern. Aber Moment, wer klettert denn da den Turm hinauf? Die schattenhafte Gestalt macht beim Fenster von Garda Halt und öffnet die Läden. Ein Zuckerstück ist in Gefahr. Nee, Wachen. Wir rufen die Wachen. In diesem Fall rufen wir die Wachen. Wir haben einen geistigen Zusammenbruch. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt, ja? Das erste Mal, dass er so richtig in Genuss der Liebe kommt, ne? Und das im Alter von bereits 30 Jahren jetzt so richtig, ne? Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Vielleicht wird eine neue Betrachtung von Gott mir helfen. Definitiv nein, das wird nicht passieren. Dazu ist er zu tiefgläubig. Vielleicht sollte mir etwas anderes helfen, das zu kanalisieren. Ja, könnte den Sport ausweichen. Oder er sagt, ich beiße mir auf die Lippen und konzentriere mich weiter. Der ist halt fleißig, ne? Ich könnte mir echt vorstellen, er wird jetzt hier tatsächlich athletisch, ne? Oh, gibt uns sogar Kampfgeschick und Gesundheitsfoki. Sehr gut. Aber ich glaube, es ist eigentlich auch am realistischsten. Also ein fleißiger Charakter, der wird dann auch merken, so, ich brauche einen Ausgleich in meinem Alltag, was mache ich jetzt? Ich nutze noch die Zeit mehr, um ein Hobby nachzugehen, zum Beispiel. Ich glaube, das ist so. Finde ich gut. Jetzt nehmen wir mit. So, und wir gucken noch hier drauf. Das wird das letzte, glaube ich, erst einmal sein. Ja, ungeladen. Einer meiner Agenten hat ein giftiges Tier besorgt und einen Diener dafür bezahlt, dass er es im Bett von Basilius Pavlos versteckt, bevor es dunkel wird. Fehlt nur noch meine Order, dann ist er so gut wie tot. Hoffentlich hast du keine Angst vor Spinnen, Pavlos. Hoffentlich hast du keine Angst. Basilius Pavlos ist tot, offenbar dahingerafft durch das Gift eines Tieres. Das Unglück ereignete sich wenige Augenblicke, nachdem er sich in seine Gemächer zurückgezogen hatte, und obwohl die Wachen gerufen wurden, war es schon zu spät, um ihn noch zu retten. Zum Glück können Spinnen nicht sprechen, also kann man den Angriff auch nicht zu mir zurückverfolgen. Mein kleiner Freund hat ganze Arbeit geleistet. Sehr gut. Tröstliche Liebe, das müssen wir jetzt noch mitnehmen, weil es weiterging hier. Und begeisterte Bekehrung haben wir bekommen. In der Grafschaft von Urimia. Schön. So, ein Verwandter ist noch verstorben. Okay, Koba hat man schon gehört. Tröstliche Liebe. Korundukt ist seit dem Tod von Koba an ihrem Ehepartner am Boden zerstört. Ja. Eines Abends kommt sie mich besuchen. Ich bin so einsam, sagt sie zu mir mit sehnsüchtigem Blick. Ich erinnere mich daran, dass Koba mir ein guter Freund war. Ihr wart immer so tröstlich, sagt sie, während sie sich zweideutig auf die Lippen beißt. Koba war mein Freund. Ich will doch nur etwas spüren, haucht Porodokt, während sie die Schnüre an der Vorderseite ihres Obergewandes löst. Koba war mein Freund. Nein, reißt euch zusammen, das werden wir nicht tun. So, gut. Ratsposten ist noch frei, den nehmen wir noch mit.
Gibt es jetzt jemanden hier, der besonders sinnvoll wäre? Ja, er hier. Oh ja, die muss auch abgesetzt werden. Da könnten wir sie auch mal austauschen. Dann wird er das nämlich werden. Dann ist seine Meinung auch extrem gut von uns. Und Ratskanzler, ja. Gibt es wirklich niemanden so wirklich, der gut drin ist? Wir könnten gucken, ob wir noch einen besseren Ratskämmerer haben. Und da haben wir jemanden, einen Vasallen und Ritter. Dann wird sie, die Bürgermeisterin, erstmal vorübergehend neue Kanzlerin. Da ist sie, genau. Und wir holen einen neuen Ratskämmerer in den Hof. Einen 23-jährigen Graf Muschek von Maraga. Okay. Ran an unseren Hof. Er ist ein schuppiges Wesen. Ist auch nicht der allerhübscheste. Aber nun ja, das ist nun mal so. Man erbt eben solche Eigenschaften und sucht sich die nicht aus. Dementsprechend, ja, vielen lieben Dank erstmal fürs Zusehen. Ich habe eine ganze Menge geplant für die nächste Session und hier noch einmal der Hinweis. Die nächste Session wird dann immer wieder aufgenommen, jeden Montag von ungefähr 20 Uhr bis 24 Uhr im Dreh. Ist heute auch wieder fast eine Punktlandung. Wir gucken noch mal kurz hier rüber. Ich sehe, dass Italien sich komplett gesplittet hat in Burgund. Ascogne ist jetzt hier frei. Languedoc ist frei. Pisa ist frei. Spoleto ist hier frei. Ja, interessant. Deutschland ziemlich mächtig. England immer noch sehr, sehr klein, aber auch Oho dabei von der Kampfstärke her. Litauen hat sich hier ermächtigt. Und ja, Bulgarien hat sich geteilt in Bulgarien und Pannonien. Also mehr oder minder Ungarn, könnte man sagen. Hat hier auch das ungarische Wappen schon mit drauf. Interessant, interessant. Ja, auch hier gab es eine Teilung. Es gibt nun Ruthenien und Weißruthenien und ja, Wallonien ist kleiner geworden. Ja, werden wir alles mit Obacht im Hinterkopf behalten. Was für Werte übrigens, by the way. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Session. Haut rein. Ciao.